Der Franziskanerturm mit seinen 87 Metern bröckelt. Steine aus der Fassade fielen im November vor die Füße eines Passanten. Zum Beispiel, was ich diese Gesimse, die sind da, da haben einen Riss drinnen, ja. Und das Eisen drin, es rost durch und es droht dann runterzufallen. Die Mönche reagierten umgehend und ließen den Turm einhüllen, sodass eine aktuelle Gefahr nicht mehr besteht. Die geplanten Kosten liegen bei 600.000 Euro. Das ist Geld. Geld, das der Franziskanerorden als Bettelorden nicht hat. Nach Vorbild von englischen Gärten finden sich auch hier Kunstinstallationen und Keramiken. Der Garten im Innenhof des Klosters trägt den Namen Garten Eden. Mit ihm und den Gartentagen, wo man die Menschen einlud, vorbeizukommen, wurden Spenden generiert. Bis jetzt um die 4.000 Euro. Eine kleine Summe, aber die Mönche arbeiten sich Meter für Meter voran. Die Verhüllung wird anhalten, bis das Geld von 600.000 Euro für die Sanierung da ist.